Im Gemeindebau in Simmering wohnt Erhard, der Kellner und Frauenschwarm aus dem Café Zipp, mit seinem Kumpel, dem 26-jährigen Schlosserlehrling Thomas. Erhard ist Hobbyfußballer. Für ihn steht heute ein entscheidendes Fußballspiel auf dem Plan. Deshalb sind die Jungs für ihre Verhältnisse schon recht früh auf den Beinen. Also Thomas, kannst du mal einen Gefallen machen, bitte? Was? Magst du mal einen Kaffee, bitte? Zwei, ja, passt. Drei. Wegen der Nacht wär's gewesen. Noch wichtiger als richtig gut zu spielen, ist für die Jungs die Fangemeinde des Fußballvereins. Wir haben alle so eigene Jacken bei uns. Bei mir ist die Schwester, also meine Schwester ist halt auch Fan von uns. Und dann gibt es halt so Spielerfrauen und dann haben wir halt den Thomas, der was draußen ist. Ne? Der hat halt unsere Yellowstar Kampftrinkerjacke. Weil er doch halt immer am meisten trinkt, glaube ich. Ein Leben im Gemeindebau ist für die beiden äußerst komfortabel. Eigentlich eine große Wohnung. Die Wohnung ist schon seit 26 Jahren da. Die Miete passt da. Es ist nicht zu teuer, nicht zu billig. Weil wenn ich mir jetzt so denke, wenn ich mir eine kleinere Wohnung nehme, dann kostet es mir wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja, das ist halt das Wäschezimmer. Das frühere Kinderzimmer war das. Jetzt ist halt das Auszugzimmer und das Wäschezimmer, ja, da schaut es ein bisschen aus, aber was soll man tun? Mehr zusammenräumen kann man auch nicht. Das Klo brauche ich eh nicht zeigen, weil jeder hat ein Klo daheim. Nein, nicht jeder. Nicht jeder, aber manche haben es am Gang. Das stimmt auch. Dennoch, viel Platz bedeutet wohl auch viel Stauraum. Es ist nur vom Ausziehen. Da steht noch ein Schrank draußen, so, das müssen wir erst wegräumen, bitte. Und die Bier sind auch vom Ausziehen? Nein, das sind von der letzten Feier. Die WG ist halt ein richtiger Männerhaushalt. Da wird nicht so auf Details geachtet wie saubere und gebügelte Wäsche oder eben Ordnung. Bis vor kurzem haben Thomas und Erhard noch zu dritt hier gewohnt, mit einem Mädchen. Es war nie Fahrt. Weil wir haben dann hin und wieder Partys gemacht oder sowas an einem Freitag. Außerdem, eine Frau daheim ist auch nicht so schlecht, weil da putzt immer irgendwer. Die putzt, wascht, bügelt. So brauchen sie wir nicht machen. Das ist natürlich ein Vorteil. Obwohl es nicht heißt, dass wir das nicht selber können. Also von dem her. Wo ist mein Kaffee? Können vielleicht ja, machen aber nicht. Nicht einmal das Einkaufen ist organisiert. Hätten wir eigentlich eine Milch auch? Ja, genau. Hast du eine gekauft? Nein. Einmal kauft die einen, einmal kauft die einen. Und keiner kauft die Milch. Und keiner richtig kauft die Milch. Aber weil die immer so schnell hin wird. Stimmt. Aber dadurch, dass wir eigentlich nur Zigaretten zum Frühstück nehmen, ist ja das nicht so, dass wir frühstücken tun wir ja selten, ne? Bevor Erhard zum Fußballplatz abrauscht, geht sich locker noch ein kleines Glaserl in seinem Gemeindebaustammbeisel, dem Zipp, aus. Das Zipp ist traditionell der Treffpunkt für die Fans der Yellow Stars, Erhards Fußballverein. Erhard selbst kennt das Zipp und die Zippinatoren schon seit früher Kindheit. Ja, da waren wir halt eigentlich generell immer Fußball spielen miteinander und. Und ja. Also es gibt das Ganze, die Zusammengehörigkeit im Gemeindebau und ist da, also die ist gegeben. Erfrischt mit einem kühlen Getränk macht sich Erhard auf den Weg zum Sportplatz. Während der Fußballstar abgeholt wird, dürfen die Yellow Fans den öffentlichen Schienenverkehr benutzen. Ja, schau, die anderen kommen mit dem Autobus, wir mit einer 70er, da gehen mehr Leute rein. Erhard ist schon am Fußballplatz. Die Gemeindebaumannschaft wärmt sich auf, so gut es halt geht. Fan Ramona meint zu wissen, woran es liegt. Für mich ist das Problem, dass die schweren Drangler dabei sind, aber sie machen es eh recht gut, finde ich. Nur bei ihnen ist halt so, dass wir oft jetzt am Sonntag halt ein Match haben und Samstag ist halt das, wo es fortgehen und da ist halt dann oft wenig Schlaf dabei oder manche kommen dann noch mit einem Rest Alkohol am Platz. Nach zwei Führungen geht es immer gut. Nein, wir haben kein Alkoholproblem. Na, manche schon. Er hat. Er zieht sie zum Beispiel. Er spielt sicher besser, wenn er betrunken ist. Ja, der Erhard ist schon ein guter Spieler, wenn er sich ein bisschen mehr anstrengend tut. Ab und zu ist er ein bisschen rauschig und dann geht es nicht so wirklich, wie er will, aber wenn er sich ein bisschen anstrengt, dann geht das schon. Bei vorige Woche zum Beispiel haben wir müssen, da hat er nicht gespielt, ne, zum Glück, da haben wir müssen von da heimtragen, da hätte ich nicht mehr das Match anschauen können. Ich habe aber schon einiges gehört, was über mich geredet worden ist und das mache ich mir dann schon mal aus mit den Leuten. Aber wir trinken halt gerne, das ist schon richtig, ja. Das stimmt. Man ist da nicht so nervös.
Aber heute hat, glaube ich, keiner irgendwie ein Alkoholproblem. Die kleine und leicht ledierte Fangruppe erreicht den Sportplatz. Sie sind nur 4, Lärm machen sie aber für 10. Unterdessen in der Mannschaftskabine. Es ist ja so, dass wir an und für sich die einmalige Chance haben, Tabellenführer zu werden. Ja. Nur wir spielen daheim Burschen. Ja. Wir haben die Fans im Rücken. Und da ist ganz wichtig, dass wir zusammenhalten, Burschen. Ja. Wir müssen auftreten als Einheit. Ganz, ganz wichtige Dings. Nach den feurigen und motivierenden Worten des Trainers darf die Mannschaft nun endlich auf das Feld hinaus. Es ist, glaube ich, die ganze Mannschaft nervös. Der Trainer hat sich drinnen schon gesagt, es ist einfach unsere Chance, jetzt 3 Punkte vorzukommen. Die müssen wir heute nutzen, der Gegner ist stark. Mit den Fans im Rücken will Erhard seine Mannschaft heute zu einem wichtigen Sieg führen. Es wird mit harten Bandagen gekämpft. Vom Grand gepackt, läuft Ramona zu Höchstform auf. Wo ist er mir? Soll ich mich umziehen, gell? Soll ich mich spielen? Das gibt's ja nicht! Es steht bereits 4:0. Lena, was ist mit dir? Da geht doch wohl was nicht mit rechten Dingen zu. Schwul! Was ist denn wirklich los mit dir? Endlich! Leider viel zu spät. Das ersehnte Tor. Es sind aber nur mehr 4 Minuten zu spielen. Aber Grund genug für einen echten Yellow Star-Fan, die Realität ein wenig verschoben wahrzunehmen. Den führen wir noch nach Hause, den Sieg. Auf jeden Fall. Immer Yellow! Nach Hause geführt wird aber nichts. Endstand der Partie im Gemeindebau 6:1 für die anderen. Das ist wohl nicht besser, wenn ich jetzt nichts rede, aber das geht nicht. Sagst du gar nichts mehr? Nein, ich kann nichts sagen. Das geht nicht. Nach der verlorenen Partie treffen sich die Yellow Star Fans im Gemeindebau Stammbeisel, dem ZIP. Einen Vorteil hat eine solche Niederlage, es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Und während sich die Gemeindebauburschen samt Trainer vom Gram über das verlorene Spiel zerfressen, gilt Ramona als jene, die so eine kleine Niederlage nicht weiter beeindruckt. Meine Frau hat keine Ahnung vom Fußball. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Du hast nie eine Ahnung gehabt. Die Ramona ist leiwand, die schreit Vollgas rein. Wenn die Vollgas einer schreit, die hörst bis zum Singen im Ring ein paar Dumme und retour. Und die Yellow Star Fans werden weiterhin zum Fußballplatz pilgern, auch wenn das allein nicht immer zum Sieg führt. Naja, was willst du sonst am Sonntag machen? Gehst am Platz, feierst die Mannschaft an, einfach nur geil. Das hat einen Sinn. Und in der Klasse sind wir die Fans. Hast du andere Fans in der Klasse? Nein. Gibt's keine. Nein, nie. Gibt's keine. Über uns schimpfen sie im Internet. Die wollen wir.
Na eh. Sag's, ja. Genau. Na sicher. Aber wir sind die Fans. Na sicher sind wir. Sicher. Weil sicher, kein anderer Verein hat solche Fans, wie wir sind. Sippinatos gingen durch. Na, schau, wer heute hergekommen ist. Das ist das Leben. Leider haben wir heute verloren, aber wir stehen für die Mannschaft. Das sage ich euch. Egal, was passiert. Was passiert, da können noch ein paar Saisonen kommen. Wir gehen jeden Sonntag auf diesen Platz und schreien eine.